Hi, willkommen bei Via Novis. Schön, dass du mit uns neue Wege erkunden willst. Ich zeige dir heute, wie eine Neubürgerin in einer Stadt, hier am Beispiel von Würzburg, sich zurechtfinden kann und zum Beispiel den Weg zum Rathaus findet. Dazu können wir hier den Themenbaum anklicken und hier unter öffentliche Einrichtungen und Behörden den Punkt Verwaltung auswählen. Wenn man hier auf Rathaus klickt, wird hier direkt ein Marker angezeigt. Der zeigt sowohl den Ort in der Stadt an, als auch verschiedene neue Informationen können hier rausgefunden werden. Und hier gibt es auch schon einen sehr hilfreichen Punkt nochmal. Und zwar überhalb von dem Foto gibt es auf der rechten Seite so ein Pfeilsymbol. Und das hilft dir, eine Navigation aufzurufen. Hier ist also schon das Rathaus markiert auf der Karte. Und eine Navigation ist auf der linken Seite aufgepoppt. Jetzt haben wir das Ziel ja schon, und zwar das Rathaus, eingegeben und der Start fehlt noch. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Person zum Beispiel hier hingezogen ist, kann sie mit einem Rechtsklick das neue Zuhause auswählen und mit Route von hier dann den Weg berechnen lassen. Es gibt verschiedene Optionen, sich einen Weg anzuschauen, wie ihr es wahrscheinlich auch von anderen Apps kennt. Per Auto, dann zum Beispiel per Fahrrad, zu Fuß oder mit dieser Karte ist es sogar auch möglich, direkt in der Karte sich öffentliche Wege anzuschauen, wie man mit dem ÖPNV dorthin kommt, wo man möchte. Klickst du hier auf Suchen, bekommst du eine Liste angezeigt mit den aktuell sinnvollsten Verbindungen und du kannst sogar, wenn zum Beispiel nicht heute der Termin am Rathaus ist, sondern am nächsten Montag, sagen wir einfach mal um 10 Uhr, kann man auch hier suchen und bekommt verschiedene Optionen angezeigt. Ja, ich hoffe, das hat ein wenig geholfen, sich zurechtzufinden in der neuen Stadt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wenn du Fragen hast, schreib uns immer gerne, entweder hier in den Kommentaren oder auch als direkte Nachricht an unsere E-Mails. Bis dann!